Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Ist ja eine Frage, die man sich ab und zu immer mal wieder stellt oder auch nicht. Selbst wenn nicht, ist es eine außerordentlich interessante Frage herauszufinden, warum die Welt so ist, wie sie ist. Denn sie ist. Und dass sie ist, bedeutet, es muss jemand da sein, der diesen Gedanken denkt. Und er oder sie muss sich Gedanken machen darüber, dass etwas um sie herum ist, das anders ist als man selbst. Das ist ein außerordentlich interessantes Problem, dass überhaupt irgendetwas ist. Denn es könnte ja auch sein, dass nichts wäre. Dann würde man sich fragen, warum dieses Universum sich überhaupt in seine Existenz hineingeschleppt hat. Und dass es sich in seine Existenz hineingeschleppt hat, das ist ja offenbar ein Tatbestand, denn wir sind ja zurzeit da. Sie sind da, ich bin da, alles um uns herum ist da. Wie ist das passiert? Und eine der grundlegenden Prozesse im Universum überhaupt, und zwar, da müssen Sie gar nichts von Physik verstehen, gar nichts, ist, dass sich etwas aus etwas heraus gebildet hat, etwas, was vorher nicht da war, was auch vorher nicht ablesbar war. Es geht um den Begriff, ich muss mir jetzt mal die Lippen benetzen, es geht um den Begriff des Symmetriebruches. Das Thema der heutigen Sendung lautet, was ist ein Symmetriebruch? Und das ist eine so fundamentale Angelegenheit, da weiß ich noch gar nicht genau, wie ich Ihnen das eigentlich am besten erkläre. Denn Symmetrien gehören zum heiligen Bestand der Naturwissenschaften. Ein Symmetriebruch, das ist, ja, also Symmetrie, der Begriff der Symmetrie ist ja allen klar. Symmetrisch ist etwas, wenn etwas eben sehr symmetrisch ist, also gleichmäßig. Wenn etwas sich nicht ändert, eine Kugel ist symmetrisch, naturgemäß kugelsymmetrisch. Ein Zylinder ist zylindersymmetrisch. Es gibt die Translationssymmetrie, also die wenn man sich in eine Richtung bewegt, dann soll sich nichts ändern. Es gibt die Rotationssymmetrie, wie zum Beispiel bei der Kugelsymmetrie. Es gibt die Spiegelsymmetrie, ne? Das also, wenn man sich in den Spiegel anschaut, dann erscheint einem das Spiegelbild und das ist eben alles im Spiegel genau seitenverkehrt. Diese Symmetrien spielen bei der Bildung von etwas eine fundamentale Rolle. Ich will das nochmal einem ganz einfachen Beispiel klar machen, bevor wir also in die Physik richtig einsteigen. Nehmen wir mal an, wir würden auf einem riesengroßen See stehen, einen gewaltigen See. Wir hätten also keine Möglichkeit, irgendwelche Uferränder zu erkennen. Eine gewaltige Wasseroberfläche. Kein Windchen, kein Lüftchen bewegt die Wasseroberfläche. Das heißt, sie ist völlig glatt. Das heißt, ich kann mich jetzt auch 500 Meter nach links bewegen oder 700 Meter nach rechts bewegen. Ich sehe immer dasselbe. Das nennt man Translationssymmetrie. So weit, so gut. Ich kann mich bei dieser riesengroßen Wasseroberfläche natürlich auch einmal um meine eigene Achse herumdrehen. Ich sehe auch immer dasselbe. Das nennt man Rotationssymmetrie. Damit ist schon mal was erklärt, ne? Also schon mal die Begriffe sind schon mal klar. Ich könnte jetzt von meinem Punkt aus, auf dem ich stehe, Sie müssen sich vorstellen, also wir vernachlässigen den Himmel. Ich bin quasi ein zweidimensionales Lebewesen. Ich würde jetzt also einen Stein fallen lassen auf diese Wasseroberfläche. Und was würde passieren? Nun, die Translationssymmetrie, die wäre verletzt. Denn wenn ich mich ein wenig links oder nach rechts begäbe, dann würde ich tatsächlich die Stelle ja erkennen, in die der Stein, wo der Stein die Wasseroberfläche getroffen hat. Denn von diesem Punkt entwickeln sich ja schön kreisrund Wellen. Die bewegen sich gleichmäßig von dem Punkt weg. Das heißt, wenn ich genau an der Stelle stünde, wo der Stein ins Wasser gefallen ist, von dort aus sehe ich Rotationssymmetrie. Die ist also erhalten von der Stelle aus. Die Translationssymmetrie allerdings ist durch das Auftreffen des Steines ins Wasser gebrochen. Noch ein Stein, zwei Steine. Ne? Platsch, platsch. Von beiden Zentren, da wo die Steine reingefallen sind, bewegen sich die Wasserwellen auseinander. Was ist gebrochen? Jetzt ist sogar die Rotationssymmetrie gebrochen. Fast. Denn wenn ich mich genau zwischen die beiden Steine stelle, ja, und mich einmal um 180 Grad drehe, einmal in diese Richtung, einmal in diese Richtung, dann sehe ich wieder dasselbe. Das heißt, die Rotationssymmetrie ist nicht gebrochen für einen ganz bestimmten Punkt. Für alle anderen Punkte ist er aber gebrochen. Das kann ich mit drei Steinen machen. Da gibt es einen Winkel von 120 Grad, wo ich immer das Gleiche sehe. Ich kann 12 Steine reinschmeißen und so weiter und so weiter. Worauf will der Mann eigentlich hinaus, werden Sie sich jetzt fragen. Nun, das Problem mit dem Anfang ist der Anfang. Ist der Anfang selbst. Wir Physiker glauben,
dass Eigenschaften des Universums insgesamt durch bestimmte Symmetrien beschrieben werden. Zum Beispiel hat die Translationssymmetrie, dass man also etwas nach vorne und zurück bewegen kann, etwas mit einem Begriff zu tun, den wir Energie nennen. Ja? Wenn ich also zum Beispiel in der Zeit einen Körper nach vorne bewegen kann und wieder nach zurück, ohne dass irgendetwas mit seiner Energie passiert, ist die Energie erhalten. Ja? In der Zeit. Wenn ich etwas im Raum bewege, vorwärts und zurück, ist etwas erhalten, eine Größe, die nicht verschwunden ist, das ist nämlich sein Impuls. Masse mal Geschwindigkeit. Wenn etwas rotationssymmetrisch ist, dann ist eine Größe erhalten geblieben im System. Na, mit was wird die zu tun haben? Rotationssymmetrie mit Rotationsenergie, mit Drehimpuls. Das heißt, wenn das System rotationssymmetrisch ist, hat man eine Größe, die ist erhalten, das ist der Drehimpuls. Wir haben also Energieerhaltung, die hat was mit der Homogenität der Zeit zu tun. Wir haben Impulserhaltung, die hat was mit der Homogenität des Raumes zu tun. Ja, also eigentlich damit, dass ich hin und her laufen kann. Und der Drehimpuls, was mit der Isotropie. Also mit der Gleichmäßigkeit, in welche Richtung auch immer gucke. Wenn aber die Dinge so verdammt gleichmäßig wären, wie ich das gerade sage, dann wird es uns ja nicht geben. Denn wir verbrauchen Energie. Ja? Wenn ich mit dem Auto gegen eine Wand fahre, ist der Impuls weg. Mhm. Nämlich in der Wand im Zweifel, beziehungsweise in der Knautschzone meines Autos. Ja? Mhm. Hoffentlich nicht bei mir. Und von der Rotationsenergie bleibt unter Umständen auch nichts mehr übrig. Nämlich dann nicht, wenn zum Beispiel etwas auf einen Körper sich zubewegt und er hat seinen Drehimpuls irgendwo verloren und ist irgendwie wegtransportiert. Alles, was im Universum passiert, passiert nur deshalb, weil irgendwelche Formen von diesen Erhaltungsgrößen tatsächlich weitergegeben werden, weitergereicht werden. Das sind aber nur ganz einfache Symmetriebetrachtungen. Richtig interessant wird es, wenn wir über den Anfang des Universums sprechen, den wir nicht beschreiben können. Ja, das ist dumm. Es ist so, am Anfang, und dieser Anfang ist ja eben nicht t gleich 0, ja, also 0 Sekunden, da haben wir... Gibt's nichts. Warum nicht? Nun, es gibt keine Ursache-Wirkungszusammenhänge bei t gleich 0. Wir müssen an die Zeit rangehen, die man Planck-Zeit nennt, ja, also in die Zeit von 10 hoch minus 43 Sekunden. Da sind Raum und Zeit zwar immer noch schwankend, aber man könnte zum ersten Mal überlegen, aha, es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Und schon, zu dieser Zeit muss bereits eine gewisse Symmetriebrechung vorgesehen sein. Denn als das Universum entstand, zu dieser Zeit, und auseinanderflog aufgrund von Prozessen, zu denen wir gleich noch kommen werden, wurde es immer kälter. Das heißt, die Temperatur sank. Und aus diesem gleichmäßigen, unglaublich gleichmäßigen Anfang, in dem alles gleich war und damit natürlich hochsymmetrisch, denn in diesem Anfang von allem, ja, da konnte man sich, also wenn man da gewesen wäre, was ja nicht stimmt, aber wir versetzen uns mal gedanklich in diese Zeit, dann hätte man sich ja vorwärts oder man hätte sich irgendwo ins Universum stellen können, es wäre überall gleich gewesen, völlig wurscht. Ja. Allerdings hätte man dann als Lebewesen auch aus anderer Materie bestehen müssen, weil die Materie im Universum zu dem Zeitpunkt noch nicht da war. Und darauf will ich hinaus. Das Auftauchen von Teilchen, das Auftreten von Teilchen, und wenn es die perversesten, exotischsten Elementarteilchen sind, dieses Auftauchen hat immer etwas mit einem Symmetriebruch zu tun. Eine Symmetrie ist gebrochen, wenn auf einmal neue Teilchen auftauchen und nicht wieder in Strahlung verwandelt werden. Ich will es nochmal andersrum sagen. Als das Universum sehr jung war, damals, also vor 13,7 Milliarden Jahren, plus minus 100 Millionen Jahren, ne, wollen wir uns nicht so drüber, da war es ja sehr heiß. War ja damals unglaublich heiß, 10 hoch 32 Grad, eine unglaubliche Hitze. Es breitete sich aus, das Universum expandierte und kühlte dabei ab. Und während es also von dieser ganz hohen Temperatur sich langsam abkühlte, gab es ständig Prozesse, dass Strahlung sich in Teilchen und Antiteilchenpaare verwandelt, dann verwandelten sich die Teilchen und Antiteilchenpaare wieder in Strahlung, alles war im Gleichgewicht. Wunderbar. Das ist symmetrisch, hochsymmetrischer Zustand. Und dann passierte bei einer bestimmten Temperatur etwas ganz Merkwürdiges. Da gab es einen letzten Zusammenstoß von Teilchen und Antiteilchenpaaren und zum allerletzten Mal konnten sich Teilchen in Strahlung verwandeln, und wenn dann die Temperatur zu gering war, das heißt die Strahlungsenergie war zu gering, dann hätte es eigentlich nichts mehr geben dürfen. Aber eine absolut winzige Asymmetrie in diesem Universum hat dazu geführt, dass nicht jedes Teilchen sein Antiteilchen gefunden hat, sondern nur auf 5 Milliarden Paare, die sich zerstörten, blieb ein Teilchen übrig. Das können Sie jetzt um sich herum sehen zum Beispiel. Ne? Alles, was in der Welt existiert an Materie, ist damals aufgrund einer winzigen Asymmetrie entstanden. Diese Asymmetrie verstehen wir nicht. Aber diese Asymmetrie ist der Beweis für den Symmetriebruch. Denn wenn alles symmetrisch geblieben wäre,
dann wird es nichts geben. Dann wird es ja zu jedem Teilchen ein Antiteilchen geben und das war's. Diese Symmetriebrüche sind mehrfach passiert im frühen Universum. Das, nach dem heutigen Verständnis, können wir das tatsächlich so festnageln. Es gab also verschiedene Temperaturen und bei diesen vier verschiedenen Temperaturen tauchte eine Wechselwirkung nach der anderen auf. Es kristallisierte förmlich aus diesem Urgrund, wenn man mal so sagen darf, also die Kollegen am Fernsehen mögen mir dieses Wort verzeihen, aber ich weiß momentan keinen anderen Namen dafür, aus dem Urgrund, aus dem das Universum tatsächlich aufgetaucht ist. Ja? Durch die Expansion tauchte eine Wechselwirkung nach der anderen auf. Zunächst die Gravitation, also die Schwerkraft, dann die starke Wechselwirkung, also das, was die Kerne zusammenhält, und dann die schwache Wechselwirkung, die für eine Radioaktivität zuständig ist, und zuletzt die elektromagnetische Wechselwirkung. Dann war Feierabend, dann war ja alles da. Das Irre ist jetzt, wenn man zum Beispiel mal die elektromagnetische Wechselwirkung betrachtet, ne, durch welche Teilchen werden die elektromagnetische Wechselwirkung vermittelt? Das sind die Maklerteilchen von Elektromagnetismus, die Photonen. Die Photonen haben keine Ruhemasse. Ruhemasse null. Die sind wie ein Hai, die müssen sich immer bewegen. Ja? Die elektromagnetische Wechselwirkung hat also eine Ruhemasse null Vermittlungsteilchen. Die schwache Wechselwirkung, die wirkt übrigens nur in ganz winzig kleinen Skalen innerhalb eines Atomkerns, die hat nur ein Wechselwirkungsteilchen, die sind sehr schwer. Das sind W- und Z-Bosonen. Das sind Teilchen, die sind also 100-mal schwerer als ein Proton. Ja? Richtig schwere Teilchen. Aber es gibt eine Temperatur, wenn man die erreicht, oder eine Energie, mit anderen Worten, im Beschleuniger, wenn man die erreicht, dann kann man diese beiden Wechselwirkungen miteinander vereinigen. Dann werden aus elektromagnetischer Wechselwirkung und aus elektromagnetischer Wechselwirkung und schwacher Wechselwirkung wird eine elektroschwache Wechselwirkung. Das wissen wir heute. Das ist der große Triumph der theoretischen Physik. Und dieser Symmetriebruch ist im frühen Kosmos aufgetaucht, bei einer Temperatur von 10 hoch 19 Grad. Und da splittete diese Art von Wechselwirkung auseinander. Ging also, da war die Symmetrie gebrochen. Vielleicht muss man das noch ein bisschen anders erklären. Wir haben ja schon mal bei Gelegenheit über Symmetrien gesprochen. Da ging es um die Curie-Temperatur des Universums. Ne? Man hat also ein magnetisches Material. Wenn man das sehr stark aufheizt, dann verschwindet die magnetische Eigenschaft, also das Magnetfeld verschwindet. Nun geben ja Magnetfelder eine klare Richtung vor, brechen also die Symmetrie. Das heißt, ein Zustand hoher Symmetrie bei hoher Temperatur heißt, das Magnetfeld im Ferromagneten zum Beispiel ist verschwunden. Wenn es sich wieder abkühlt, dann taucht das Magnetfeld auf einmal auf und schon ist eine Richtung ausgezeichnet, die Symmetrie ist gebrochen. Symmetrien sind ganz wichtig im Universum, um gebrochen zu werden. Ohne diesen Anfangszustand, der symmetrisch ist, ja, könnte es keinen Symmetriebruch geben. Wenn Symmetrien immer und überall im Universum wirksam wären, ohne dass sie gebrochen wären, dann würden wir uns nicht unterhalten. Es gäbe nichts. Ein symmetrischer Zustand ist kein Zustand, in dem ein Lebewesen auftauchen kann. Das Universum, also unser Universum, wenn ich mal so sagen darf, auch Ihr Universum übrigens, das da ist, das kann nur dann von Lebewesen erfüllt sein, wenn zumindest am Anfang eine Reihe von Prozessen sich abgespielt haben, in denen die Symmetrien gebrochen worden sind. Am Anfang steht tatsächlich eine Unterscheidung und Symmetriebrüche sind Unterscheidungen von dem Vorgang, der vorher da war. Ich komme wie immer, hätte ich fast gesagt, fast wie immer, zu meinem Helden Johann Wolfgang von Goethe, der einmal ganz wunderbarerweise einen ganz tollen Satz gesagt hat. Der hat ja viel gesagt, aber der ist ganz toll. Wenn man einmal weiß, worauf alles ankommt, dann hört man auf, gesprächig zu sein.